Das ist mein Vater mit mir in der Bretagne in den 80ern. Und das ist meine Mutter, die mir eine Mütze aufsetzt, die ich nicht will. Hier ist sogar kurz meine Oma Annelie zu sehen. Meine Eltern sind tot und meine Großeltern auch. Wenn ich Sehnsucht habe, schaue ich alte, verwackelte Videos. Also so sieht das aus, wenn ich Kontakt zu meinen Eltern aufbaue. Das sind Super-8-Filme aus den 80ern. Da bin ich selbst noch ein Kind und natürlich ist das nur so eine Art Impulsgeber. Das Eigentliche, nämlich die Nähe zu meinen Eltern und ja, die lebendig werdenden Erinnerungen, das passiert alles hier oben im Kopf. Doch das könnte sich bald ändern. Hereafter nennt sich ein Projekt, das unsere Toten wieder zum Leben erwecken möchte. Man kann der App sein ganzes Leben erzählen. Aus den Sprachmemos errechnet sie eine Art Avatar. Mit ihm können meine Angehörigen dann reden, wenn ich nicht mehr da bin. Hey, Grandpa! Hello! Oder You Only Virtual, auch eine relativ neue Firma mit einer ähnlichen Idee. Hätten meine Eltern diese Technologie schon gehabt, müsste ich jetzt nicht mehr auf verwackelte Videos zurückgreifen. Ich könnte mit ihnen sprechen oder sie würden mich sogar von Zeit zu Zeit selbstständig anrufen und fragen, wie es mir geht. Ja, also worauf das hinausläuft, das ist mir schon klar. Es könnte irgendwann Avatare unserer verstorbenen Angehörigen geben, nicht mehr nur Fotos oder Handyvideos. Und hier ein Videoausschnitt, der macht mich echt stutzig. Da ist ein Handy zu sehen, wo das digitale Abbild einer Verstorbenen uns anruft. Und das erzeugt bei mir Gänsehaut, aber nicht im positiven Sinn. Die Netflix-Serie Black Mirror skizziert, wie das mal enden könnte. Komisch, oder? Dort zieht der künstlich erzeugte Avatar des verstorbenen Freundes sogar wieder zu Hause ein. Schöne neue Welt. Ja, die Vorstellung, dass ein Avatar von einem Verstorbenen bei uns zu Hause weiterlebt, das ist natürlich total extrem. Weil eigentlich machen wir es ja so, dass wir die Toten irgendwann loslassen. Hier am Friedhof, da ist der Ort, wo wir das tun. Da liegen dann die Toten und wir besuchen sie. Aber eben, wenn wir wollen. Was macht das mit einem, wenn man gerade jemanden verloren hat, ihn aber kurze Zeit später wieder bei sich haben kann? Wenn man den Verlust nicht akzeptieren muss, weil künstliche Intelligenz den Toten wieder zum Leben erweckt? Ich treffe mich mit Maria Horsel vom Bistum Limburg. Sie begleitet Trauernde nach dem Tod eines geliebten Menschen. Sie redet auf Beerdigungen und sie blickt mit Skepsis auf Entwicklungen wie Hereafter oder You Only Virtual. Ich glaube, in dem akuten Moment der Trauer ist es, glaube ich, nicht hilfreich. Vielleicht ist es in 30 Jahren, wenn die Trauer abgeschlossen ist, ne, ist es vielleicht noch mal was anderes. Aber ich glaube, dass die künstliche Intelligenz mir nicht hilft, auf meinem Trauerweg Tod zu begreifen, Schmerz zuzulassen und auch ein neues Leben zu wagen, ohne den die Verstorbene. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zu verstehen, dass jemand nicht mehr hier ist und mit denen, die noch am Leben sind, zu interagieren, nicht mit den Toten. Ich glaube, was Menschen in der Trauer hilft, ist zum einen darüber zu sprechen, was geschehen ist. Ich glaube, es braucht Zeit und Raum, dass das möglich ist. Und ich glaube auch, dass es andere Menschen braucht, die das hören, die das würdigen. Und von daher würde ich jedem Trauernden und jeder Trauernden wünschen, so ein Netzwerk zu haben. Und es gibt Trauergruppen, in denen man sich austauschen kann. Es gibt Trauercafés, die sehr niedrigschwellig sind, zu denen man gehen kann. Oder es gibt Einzelbegleitungen, die dann tragen, wenn das soziale Netz, was ich sonst habe, nicht ausreicht. Frau Horsel sagt aber auch, dass man technische Neuheiten nicht von vornherein abtun sollte. Fotowände, in Bilderrahmen gepresste Erinnerungen, vielleicht ist das ja wirklich alles nicht mehr zeitgemäß. Ich stoße auf eine weitere Erfindung, und zwar vom Projekt Farwell aus Deutschland. Das Team um Jennifer Beitel hat einen 3D-Trauerraum gebaut. Angehörige können ihn besuchen und Erinnerungen hochladen. Das finde ich irgendwie besser als selbstständig handelnde Avatare von Toten. Jede Person kann dort drin in Form eines Avatars eintreten und
ortsunabhängig Audio, Sprachnachrichten, Texte, Bilder, Videos dort drin auch mal anschauen. Man kann ein ganzes Ritual dort drin stattfinden lassen, mithilfe von ausgebildeten Trauerrednerinnen, die geschult wurden, in diesem virtuellen Raum auch neue Trauerrituale zu integrieren. Ich habe übrigens noch einen weiteren Weg gefunden, mir meine Eltern wieder ins Leben zu holen. Mit meiner Tochter Anna schaue ich die Fotoalben an, die mein Vater vor Jahrzehnten gebastelt hat. Wer weiß, vielleicht ja auch aus dem Grund, dass man etwas hat, was für die Ewigkeit ist, damit wir ihn nicht vergessen. Für Anna ist die Sache übrigens eh klar. Wenn man tot ist, ist man eben nicht mehr hier. Wer ist das? Da. Ja. Der Oberjürgen. Und wie sieht der aus? Der hat schwarze Haare. Und ein Bart, gell? Hm. Und wo wohnt der jetzt? Oben. Oben? Wo denn oben? Da. Da oben? Ja. Und was macht der da? Der ist gestorben. Und jetzt ist der im Himmel, gell? Da, wieder. Hm. Die da oben, wir hier unten. Auch wenn ich es manchmal noch so gerne hätte, dass meine Eltern wieder hier sind, es ist gut so, wie es ist. Ein Anruf aus dem Jenseits oder ein simuliertes Gespräch, das wäre dann doch zu viel. Ja, also vielleicht bin ich ja ein bisschen oldschool, aber für mich ist das alles noch nix. Fotoalben, Erinnerungen im Kopf. Ich glaube, das reicht mir. Wobei, wer sagt denn, dass ich entscheide, in welcher Form später an mich gedacht wird, wenn ich nicht mehr hier bin? Hello, I'm looking forward to recording more memories with you. Vor ein paar Jahren, da habe ich meinen Urlaub gemacht, da bin ich durch eine... Meine Erlebnisse für die Nachwelt festhalten. Man kann es ja mal ausprobieren. War das jetzt die richtige Entscheidung?